Gefeiert haben am Wochenende auch die burgenländischen Jäger und Innen. Rund 7000 von ihnen gibt es im Burgenland und ein stattlicher Teil davon hat am Wochenende im Schloss Esterhazy das Tanzbein geschwungen oder zumindest dabei zugeschaut. Am Landesjägerball. Auch Christina Buzunic war dabei und hat sich mit der Jägerschaft unter anderem über die grüne Matura und das Jägerlatein unterhalten. Erfrischend locker eröffnen die Jungjäger und Innen den Ballabend mit einer Polonaise unter der choreografischen Leitung von Roman Swabek. Rund 600 Gäste haben sich für den Landesjägerball in Tracht geworfen, um mit der geselligen Jägerschaft das Jagdbrauchtum zu feiern. Wir Jäger müssen ja auch an unsere Frauen denken, wenn wir ständig im Revier sind und die Armen zu Hause, dass wir auch gemeinsam einmal weggehen und den Abend genießen. Doch anstatt nur auf die Männer zu Hause zu warten, sitzen die Frauen mittlerweile lieber selbst auf dem Hochsitz und halten Ausschau nach Wild. Haben die Damen jetzt das Jagdrevier übernommen? Teils, teils würde ich sagen. Wir sind zwar noch immer in der Minorität, aber das ist kein Problem. Wir werden immer stärker. Das Tanzrevier im Disco-Raum ist hingegen gut ausgeglichen, wo ausgelassen getanzt wird. Und zur Stärkung für den langen Ballabend wird natürlich Wildfleisch in allen Variationen serviert. Gibt es eigentlich unter den Jägern und Jägerinnen auch Vegetarier? Ich glaube sehr wenig, aber der eine oder der andere wird sicher auch dabei sein. Die essen meinem Essen das Essen weg, ja? Schief angeschaut wird man als Vegetarier aber selten, da sich Jäger zum großen Teil auch um die Hege und Pflege des Wildtierlebensraumes und den Erhalt der Artenvielfalt kümmern. Jagd alleine kann man nicht sehen. Das ist eine Gesamtheit von Land, Forstwirtschaft und Jagd. Und als Tierarzt habe ich das so richtig kennengelernt. Und die Ballgäste ohne Jagdgenehmigung dürfen sich im Schießkino mit dem Wildschießen vertraut machen. Herr Otrobeit, sind alle Wildschweine in Eisenstadt erlegt? Nein, bei weitem nicht alle. Einige wenige. Die anderen haben glücklich das Weite gesucht. Ehrlich, wer jagt besser? Die Frauen oder die Männer? Die Frau. Wieso? Sie schießt mehr und das hat schon bei der Jagdprüfung begonnen. Sie hatte das bessere Schießergebnis. Apropos Jagdprüfung. Diese heißt im Weidmänner Fachjargon grüne Matura. Wer legt eigentlich mehr Prüfungen ab, der Hund oder der Jäger? Wenn ich ehrlich bin, der Hund. Der muss nämlich ein bisschen von Jugend an Prüfungen machen und das muss eigentlich relativ lang machen. Und der Jäger macht auch mehr Prüfungen und dann sollte es können. Das heißt, der Hund ist der Gescheitere? So gesehen, ja. Dafür spricht der Jäger zusätzlich zur Weidmannsprache auch Jagdlatein. Und das ist eine bewusste Übertreibung von Jagderfolgen, um vor den Kollegen besser dazustehen. Das heißt, der erlegte Hirsch ist dann in Wirklichkeit der Hase? Na, es kann sein, dass der erlegte Hirsch im Laufe der Erzählungen immer kleiner wird, bis hin zum Rehbock oder vielleicht auch zum Hasen. Aber ohne Übertreibung. Tanzen und feiern können sie allemal. Und mit dem Jagdgruß Weidmannsheil bin ich mit meinem Balllatein nun auch am Ende.